Die von Mexiko vorgeschlagene Studie, das Patent von 1914. Am 2. Juni 1913 wurde Torres Quevedo vom Astra-Haus beauftragt, einen neuen Luftschifftyp zu entwerfen, der von Mexiko angefordert wurde und zwischen 2000 und 4000 Metern über dem Meeresspiegel navigieren konnte. Bereits am 2. März 1914 hatte Don Leonardo das Patent für die neuen, verformbaren fusiförmigen Ballons vorbereitet, ein System halbstarrer Luftschiffe mit einem geraden Innenkiel mit dreieckigem Querschnitt und variablem Volumen für variable Druck-, Dichte- und Temperaturverhältnisse. Aus Mexiko, aber es würde nicht geprobt werden.